Den Erzieherberuf habe ich ganz bewusst gewählt. Ich finde, dass eine neue Generation zu begleiten und Kinder zu begleiten, ich finde, das ist total spannend. Es gibt so viel, wo wir nicht Einfluss nehmen können, wo wir nichts bewirken können und wo wir nicht mitgestalten können. Und hier an meinem Arbeitsplatz kann ich was bewirken. Im Alltag ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich bei aller Verantwortung und bei allen Aufgaben, die erfüllt werden müssen, den Spaß nicht zu kurz kommen lasse. Mein Ziel ist es eigentlich, eine gute Zeit mit den Kindern zu haben und dabei die Bildungsempfehlung nicht aus den Augen zu verlieren. Das Schöne an der Arbeit ist, dass man häufig ganz schnell Fortschritte der Kinder sieht. Wenn man den Eltern sagen kann, das Kind kann jetzt das und das, das konnte es vor einem Jahr noch nicht. Und dass man die Kinder dann vielleicht am Ende der Kita-Zeit entlässt und auf die Zeit zurückblickt und sieht, was für einen Wahnsinnsweg die Kinder gemacht haben. Das ist das, was eigentlich einen hier so anspornt, den Job zu machen. Die Zusatzqualifikation hat mir nochmal einen anderen Blick auf die Kinder ermöglicht, auf Regelkinder wie auch auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Ich habe viele neue Impulse bekommen, neuen, anderen, freieren Blick aufs Kind. Und selbst heute ist das noch so, dass ich nach 15 Jahren Kindern begegne, die Verhaltensweisen oder Förderbedarf haben, die ich so noch nicht kennengelernt habe. Das ist ein ganz facettenreiches und spannendes Arbeitsfeld, wo keine Langeweile aufkommt, sagen wir mal so. Mit dem Wissen aus der Zusatzqualifikation habe ich die Selbstverständlichkeit der Teilhabe gelernt. Die Teilhabe ist kein Geschenk, sondern es ist ein Recht der Kinder. Die Kinder sollen sich möglichst auch als Teil der Gruppe fühlen, sollen möglichst viel auch mitbestimmen können, wie zum Beispiel Lieder im Morgenkreis aussuchen oder auch mal den Wochentag nennen. Und da versuchen wir dann mit Bildkarten zu unterstützen oder mit einem Tablet, auf dem das Kind die Wochentage zum Beispiel antippen kann. Ganz wichtig finde ich auch, dass die Kinder untereinander in Kontakt kommen, also auch Kinder, die vielleicht schwerer betroffen sind, gut mit Kindern in Kontakt kommen und auch Spielerlebnisse mit anderen Kindern haben. Und automatisch, wenn ein Erwachsener mit einem Kind spielt, ist es eigentlich immer so, dass sofort Kinder dazukommen, weil da passiert bestimmt was Spannendes. Und da immer so ein bisschen versuchen, eine Verbindung zu schaffen. Und oftmals ist es dann so, dass nach einer Woche die Kinder schon selber auf das Kind zugehen. Integrative Arbeit ist auf jeden Fall sehr wertvoll, weil das eine Arbeit für die Zukunft ist. Die Kinder lernen hautnah und im Alltag, dass es ganz viele verschiedene Menschen gibt. Die Kinder erfahren Inklusion am eigenen Leib. Der beste Freund könnte ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf sein. Und wir haben Kita-Helfer, Lukas heißt er, der sitzt im Rollstuhl. Und die Kinder erleben Lukas im Alltag als Mitarbeiter, als Teil des Teams. Als Heilpädagoge arbeitest du ja nicht alleine an einem Kind, sondern du arbeitest einmal mit den Erziehern, die vielleicht keine Zusatzqualifikation haben. Du arbeitest zusammen mit den Therapeuten, die ihre eigenen Qualifikationen haben und es muss alles irgendwie vernetzt werden. Und die Therapeuten sind vielleicht ein-, zweimal in der Woche im Haus, alle anderen sind jeden Tag an dem Kind. Und da muss der Informationsfluss natürlich immer gut sein, dass alle auch an einem Strang ziehen und alle auch an den gleichen Zielen arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich in gewisser Weise wie so eine Erziehungspartnerschaft. Die Eltern und wir Erzieher ziehen quasi an einem Strang. Wir nutzen ihr Wissen über ihre Kinder, über ihre Familien, über ihren Background und geben unser pädagogisches Wissen mit ein. Wir sind Vertrauenspersonen. Ja, vielen Eltern fällt es am Anfang ziemlich schwer, das zu akzeptieren, dass das Kind eine Beeinträchtigung hat. Da ist eigentlich immer die Aufgabe, so den Eltern das klarzumachen, dass es okay ist und dass man das so annimmt, wie es ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir den Eltern hier mitgeben können, das irgendwann zu akzeptieren und dann daran zu arbeiten, soweit man das eben kann und sein Kind zu unterstützen und zu wissen, mein Kind macht trotzdem seinen Weg, wenn es auch ein anderer ist vielleicht. Ich denke, dass Kinder
ganz tolle Partner und ganz tolle Zeitgenossen sind, sehr unvoreingenommen und offen auf Menschen zu gehen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was mich am meisten daran begeistert, an der Arbeit mit Kindern. Das sind ganz tolle Zeitgenossen und Partner, die ganz glücklich machen können.